finde das echt fies von dir, dass du mich hängen lässt. Ich kann mir nicht vierteilen. Ich muss fürs Abi lernen und für die Aufnahmeprüfung der Musikhochschule üben. Na toll. Ich habe im Leben noch was vor, verstehst du? Oh, der Herr ist auf dem Karrieretrip. Hey, der Kassettenrekorder. Ich habe mich zu Hause halb tot gesucht danach. Du weißt doch genau, dass ich den brauche für Kontrollmitschnitte. Was soll ich denn machen ohne Wendel? Ja, und du weißt ganz genau, dass ich ihn brauche für das Interview. Tobi, kannst du mir vielleicht erklären, wie das funktioniert? Bitte. Und den Kassettenrekorder benutzt. Kannst du jetzt vielleicht mal aufhören zu spielen? Jetzt mach doch nicht so einen Wind wegen des blöden Artikels. Das ist auch besser für deine Nerven. Ach, meine Nerven? Ja. Wer regt sich denn hier auf? Nur weil du dir zu viel aufhalst. Einer muss den Artikel ja schreiben. Das heißt, du willst ihn schreiben? Ja, vielleicht will ich ja mal Journalistin werden. Kann ich jetzt gleich mal üben und das ausprobieren? Vielleicht, vielleicht. Was willst du denn konkret? Ich meine, wenn du jeden Beruf erstmal austesten willst, hast du bis zur Rente zu tun. Na und? Also ich bin jedenfalls froh, dass ich weiß, was ich will. Und wenn du mich weiter arbeiten lässt, dann schaffe ich das vielleicht auch. Komm dieses eine Stück noch bitte, ja? Du hast versprochen, zum Abendessen zu Hause zu sein. Ja, gleich. Was spinnst du? Wie lange soll das eigentlich noch so weitergehen? Na, bis ich auf der Musikhochschule bin. Und wofür das alles? Ja, damit ich Konzerte geben kann, Plattenaufnahmen machen, wie Wendel auf Tourneen gehen. Na super, dann kann ich dich wohl demnächst auf Litfaßsäulen bewundern. Wie Madonna oder Sting. Ja klar, warum denn nicht? Ich meine, du hast doch sicher auch Pläne nach dem Abi. Ja, klar. Vielleicht gehe ich nach New York. Als Au-pair. Oder wie Mascha nach Kanada. Auslandserfahrung ist echt angesagt. Ja, das ist doch super. Komm, dies ein Stück noch und dann gehen wir, ja? Dir ist wohl total egal, was aus uns wird. Hauptsache, du kannst an deiner Karriere basteln. Meinst du nicht, dass du jetzt ein bisschen übertreibst? Ach ja, alles, was ich höre, ist immer ich. Und wo ist das Wir in deinen Zukunftsplänen? Als er schon da war? Nee, leider noch nicht. Und ich sitze hier rum wie Pik 7. Och, das ist aber ein schwacher Trost. Vielen Dank, dass ich das jetzt für dich mit Tobi ausbaden muss. Ja, schon okay. Ja, ich tue mein Bestes. Oh, ich glaube, er kommt gerade. Bis später. Nein. Tobias, Lee ist nicht da. Den soll ich dir von ihr geben. Das Beste ist, wenn wir uns mal für eine Zeit nicht sehen, damit wir in Ruhe überlegen können, was wir voneinander wollen. Jeder für sich. Was soll denn das? Tja, von auf 180. Ich weiß auch nicht, wieso. Was sind denn meine Klamotten? Das ist ja wirklich ernst. Ja, das soll sie mir jetzt erstmal erklären. Glaub mir, sie ist nicht da. Ja, und wo ist sie hin? Mit Anna unterwegs. Ja, dann sag mir doch bitte, wo die beiden hin sind, damit ich mit ihr reden kann. Das ist wichtig. Jetzt gib ihr wenigstens etwas Zeit, sich zu beruhigen. Wenn ihr heute miteinander redet, dann kracht es doch wieder zwischen euch. Und wahrscheinlich noch viel heftiger. Wart ihr wenigstens bis morgen. Das ist schon ein Tag.
wahrscheinlich wirklich das Beste. Ich versteh's nicht. Wenn so megamäßig war der Streit doch auch nicht, dass Lee mich jetzt einfach rausschmeißen muss. Spielst du das nicht ein bisschen hoch? Noch Kaffee? Nee, danke. Ah, Moment! Sag mal, was heißt ein Hochspiel? Findest du das etwa normal, was Lee da abzieht? Entschuldige, aber vielleicht hat sie auch das Gefühl, dass du dich zu wenig um ihre Probleme kümmerst. Also, wenn du mich fragst, gib ihr ein deutliches Zeichen, dass das Signal angekommen ist und dass du bereit bist, auf sie einzugehen. Ich muss los. Tobias, ruf Lee an. Ciao. Danke fürs Frühstück. Und was gibt's heute Abend? Deine Probleme möchte ich mal haben. Wendel? Hi. Ja, wir sollten wirklich miteinander reden. Dringend sogar. Jetzt? Klar. Aber weißt du, in einer Stunde wär's mir ehrlich gesagt lieber. Ich sitze da gerade an einer ganz schwierigen Passage bei Rachmaninoff und ich wollte noch... Das verstehst du doch. Lee? Lee? Du verstehst es nicht. Weißt du was? Ich verstehe dich nicht. Hast du Lee erreicht? Ja. Ja, und was hat sie gesagt? Ja, was hat sie gesagt? Sie blockt halt völlig ab, Mann. Naja, also irgendwie kann ich schon auch ein bisschen verstehen, dass Lee ich nicht mehr mit dem Klavier teilen will. Nochmals. Das muss ich mir jetzt wirklich nicht länger anhören. Es gibt nämlich noch andere Menschen als diesen Wendel und Lee. Üben, üben und nochmals üben. Das muss ich mir jetzt wirklich nicht länger anhören. Es gibt nämlich noch andere Menschen als diesen Wendel und dich. Üben, üben und nochmals üben. Total egal, was aus uns wird. Hauptsache, du kannst an deiner Karriere basteln. Tobi, bist du okay? Nein. Was ist bloß los mit dir? Sag mal, bist du jetzt völlig durchgedreht? Warum machst du denn sowas? Was ist denn los mit dir? Es ist nur der blöde Flügel. Er stand doch immer zwischen uns. Er hat alles kaputt gemacht, verstehst du? Ich will, sie soll einfach nur zu mir zurückkommen. Mann, jetzt nerv mich doch nicht ständig mit dieser dämlichen Arbeitsgruppe. Ich will dir ja nur helfen. Ich verstehe ja, dass du mit den Nerven völlig fertig bist nach dem, was gestern passiert ist. Gut, dass du das Feuer rechtzeitig löschen konntest.
Aber wenn die schriftlichen Abi-Fächer schon nicht so doll ausgefallen sind, dann solltest du wenigstens versuchen, mit den mündlichen noch was rauszureißen. Und das soll ausgerechnet mit den Hirnis aus meiner Jagdstufe gehen. Nur im Unterschied zu dir werden die Hirnis wahrscheinlich ihr Abi schaffen. Du drückst dich ja bloß wegen die. Da hat aber gerade jemand versucht, das wahnsinnig Intelligentes zu sagen. Ja, wieso? Das merkt ja wohl jeder, dass du total schlecht drauf bist, seit mit dem Schluss ist. Jetzt pass mal auf, du hast überhaupt keine Ahnung, also halt die Klappe und kümmere dich lieber um deine Barbies und Boygroups, okay? Besser Boygroups als durchs Abi-Rasten. Also Kinder, jetzt streitet euch nicht. Also du, ich fände es wirklich sehr, sehr bedauerlich, wenn du so kurz vor Schluss das Handtuch werfen würdest. Naja, wir müssen dann. Komm, jetzt reiß dich noch ein bisschen zusammen. Es ist doch bald vorbei. Mann, merkst du nicht, wie du nervst? Da ist das Baby zum Bemuttern. Tobias, das ist jetzt nicht fair, wo deine Mutter schon für dich die Sache mit dem Flügel erledigt. Du, ich kann mir übrigens immer noch nicht genau vorstellen, wie sowas passieren konnte. Es ist ja jetzt auch egal. Ich schicke nachher einen Sachverständigen in Wendels Wohnung und der wird dann schon alles klären. Ich hoffe bloß, die Kosten Wendel ist nicht da und im Moment interessiert das doch sowieso keinen. Es gibt doch bestimmt dringendere Schadensfälle, wo so arme Schweine schon seit Ewigkeiten auf ihre Kohle warten. Um die solltest du dich lieber mal zuerst kümmern. Genau das werde ich jetzt auch tun. Tobias, gehst du jetzt in die deutsche Arbeitsgruppe? Ja, ja. Junge, Junge. Ciao, schönen Tag noch. Sehr gerne. Und sag Lee bitte, dass sie nochmal angerufen hat, ja? Ja, aber vergiss es nicht, auf keinen Fall, bitte. Dankeschön. Tschüss. Hey, und was hat Lee gesagt? Das war Frederik. Ja, das habe ich schon mitbekommen, dass es Frederik war. Ich meine, heute Morgen. Du wolltest ihn doch anrufen. Gar nichts. Wie gar nichts? Ja, gar nichts eben. Ist das so schwer zu verstehen? Entschuldigung. Die denkt wahrscheinlich, ich tick nicht mehr richtig. Wieso? Ja, weil ich ihr gesagt habe, dass der Flügel nicht mehr zwischen uns stehen kann, weil ich ihn abgefackelt habe. Ja, und jetzt weiter? Nichts weiter. Sie hat da mal wieder aufgelegt. So. Shit, verstehe. Und jetzt hast du noch mal versucht, sie anzurufen, aber... Es war nur Frederik zu Hause, oder wie? Ey, diese ganze Sache mit dem Flügel war erstens scheiße und zweitens völlig umsonst. Was passiert jetzt mit dem Teil? Meine Mom kümmert sich drum, versicherungstechnisch, die regelt das schon. Und Lee, was willst du mit dir machen? Ach, so wie es aussieht, hat das keinen Sinn mehr und ich habe sie für immer verloren. Tobias, ich muss mit dir reden. Hat das nicht noch Zeit? Ich fürchte, nein. Na gut, was gibt's denn? Ich bin wirklich sehr enttäuscht von dir. Das muss ich schon sagen. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich habe gerade das Gutachten von dem Sachverständigen bekommen. Ja? Was denn für ein Sachverständiger? Von der Versicherung. Wendels Flügel. Wir haben heute Morgen darüber geredet. Du wirst dich ja wohl noch erinnern können. Du hast uns allen ja ganz schön was vorgelogen. Hier steht schwarz auf weiß, dass du selbst den Flügel angezündet haben musst. Ich? Ja, du. Und weißt du, was das bedeutet? Du wolltest Versicherungsbetrug begehen. Aber mal auf, das nervt. Ich habe jetzt echt keinen Bock, drüber nachzudenken. Ja, und wann willst du damit anfangen? 50.000 Mark, das ist kein Pappenstiel. Und was ist, wenn Wendel wieder da ist? Ja, was soll denn sein? Ja, dann wirst du ihm ganz alleine erklären müssen, wie das dazu gekommen ist. Hey, Thomas ist weit weg und er wird auch noch eine Ewigkeit in Australien bleiben. Bis der wieder da ist, lasse ich mir schon was einfallen. Darf ich vielleicht jetzt wieder Musik hören? Ja klar, 50.000 Mark aufzutreiben ist ja auch ein Pappenstiel. Weißt du überhaupt, wie viel Geld das ist? Ja, 5 mal 10.000 Mark oder 2 mal 25.000 Mark. Hey, ich bin ganz so schlecht in Mathe, was? Das ist ja wirklich unglaublich.
50.000 Mark. Vollidiot. Wo kriegst du jetzt die Kohle her? Weißt du, Tobias, dieser Flügel und ich, das ist wie die Beziehung zu einem guten Freund. Thomas.